Um mit dem Sturmsoldaten von Level 18 auf Level 19 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Schrotflinte aus mehr als 150 Meter Entfernung töten, 3x 3 Gegner in 3 Sekunden mit einer Schrotflinte töten und einmal 10 Gegner mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik. Na prima. Da habe ich in der letzten Folge noch, habe ich mich drüber gefreut, über die 40 Sekunden. Ich meine, die acht Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik waren schon schwer. Aber zehn Gegner und 150 Meter mit einer Schrotflinte, ich glaube, da brauche ich eine andere. Ich habe mir jetzt wieder die Saske genommen. Weil ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, wie es eventuell klappen kann mit den 10 Gegnern. So, das waren einmal. Ich habe irgendwie aus Versehen oben den getötet, obwohl ich auf unten den gezielt habe, aber gut, das ist Schrotflinten-Magic. Wie viele Gegner haben wir da? 2, ja, das sind zu wenige. Aber ich kann an denen ja mal ausprobieren, wie es ausschaut. 150 Meter sind verdammt weit. Rendern die überhaupt so weit? Ja, das sind 150. Oh mein Gott. Und guck mal, wo der Laser hinzielt. Im Gegensatz dazu, wo ich hinziele. Der ist schon wieder viel zu nah und trotzdem kann ich ihn nicht töten. Es könnte hässlich werden. Oh, hallo. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Sasuke ist ein bisschen schwach auf der Brust. Vielleicht sollte ich mal den Schalldämpfer abnehmen. Dann wäre sie vielleicht auch nicht so schwach auf der Brust. Oh, oh, kleine Pistrone. Nein, Mist. Naja. Aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass wir für die 150 Meter Kills eine andere Schrotflinte brauchen. Oder andere Munitionsart, aber das gibt's ja hier im Breakpoint nicht. So eine, wie heißt die Munitions-Lack-Munition oder so. Mit der aus einer Schrotflinte quasi eine Sniper wird. Das sind nur 2, ne? Aber hier sind eigentlich immer viele Patrouillen unterwegs. Das ist die nächste. Da kriegen wir die letzten 3 in 3 Sekunden mit Schrotflinte. Und dann haben wir schon mal eine der Herausforderungen hinter uns. Und ich kann, wobei brauche ich nicht, habe ich schon. Wollte sagen, ich kann schon mal vorbereiten für die schlimmste Herausforderung. So. Okay. Das waren die. So, und jetzt kann ich noch mal checken, wie es jetzt ist. Sind das wirklich 50? Das ist die Frage. Ja. Ich könnte die markieren. So. Jetzt habe ich es genau. Das ist ein Witz. Und das müssen wir 5-mal machen. Mit der Schrotflinte wird das nix. Oh oh. Dave.
vorne drauf geschossen und den linken Hinterreifen zerschossen. Gut. So, wir haben aber die eine Herausforderung, haben wir. Dann gehen wir jetzt dran, die zweite zu machen. Nein, die dritte eigentlich hier. Töten Sie 10 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik. Und ich hab, meine Idee ist, das dort zu machen, wo wir auch das Ding gemacht haben, wo man einen überfahren sollte. Hier hinten. Wo wir einen überfahren sollten und 4 schnell hintereinander töten. Mein Plan ist, die dann mit einem, wie heißen die Dinger, Ablenkungsköder rauszulocken und zu hoffen, dass das dann 10 sind. Das ist mein Plan. Aber ein Auto wäre ganz nett. Oh, das ist ein Konvoi. Auf einen Konvoi habe ich jetzt gerade keine Lust. Nicht mit Schrotflinte vor allem. Ich wollte nur das Auto haben, mehr wollte ich nicht. Hey, schieß weiter! 20.000 für diesen Kopf. Für diesen? Oder für diesen? Ja, gut, das war's. Jetzt muss ich dran denken. Oh, jetzt kommt hinten noch so ein anderes Auto, natürlich. Weißt du was, komm. Geh kacken. So. Gut. Hä? Was? Alter, lass die Knarre liegen. Fahr ich halt mit dem Auto, ist mir auch egal. Er will da nicht einsteigen, er will lieber die Waffe tauschen. Ich will nur ein Auto, damit es nicht so lange dauert, bis wir da hinten sind. Naja, das Fahrzeug, genau. Weil mein Motorengeräusch anders ist als das Motorengeräusch, wenn ein Sentinel drin sitzt. Genau. So. Stelle ich mir das Ding hier hin. Schau mal, ob ich das Ding hier weit genug werfen kann. Wohin fliegt das? Hoffentlich nicht aufs Dach, oder? Doch, aufs Dach. Das wollte ich nicht. So, schauen wir mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wenn wir so alle... Wenn wir die alle dahin locken könnten, dann hätten wir 10. Das Problem ist der Geschützturm, den habe ich vergessen. Wenn ich die alle auf offene Straße locken könnte und hoffe, dass kein anderer irgendwie die überfährt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der 10. gammelt hinten dran rum. Okay, ich versuch's jetzt. Oh, ich muss nachladen. Ja, lad doch noch langsamer nach, Junge. Das da zählt eh nicht. Wie langsam kann eine Spezialeinheit denn nachladen? Ich
glaube, für die, also da habe ich ja die Wahl zwischen Sturmgewehr und Dingens, Schrotflinte, dann mache ich das lieber mit dem Sturmgewehr, wo ich auch ordentlich auf die Köpfe zielen kann. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Biwak. Die Markierung kann weg. Um mir eine Schrotflinte auszusuchen, die eine möglichst große Reichweite hat. So, dann schauen wir doch mal. Muss man irgendwas neu machen? Nee, alles gut. Dann schauen wir doch mal, welche Schrotflinte. Also die Spaß 12 hat eine gute Reichweite. Ich gucke jetzt nur auf die Reichweite. Die hat eine größere Reichweite, alles klar. Das Blöde ist, dass ich hier mit dem Mausrad immer runterscrollen muss. Weil irgendwie da, wenn ich damit runterscrolle, springt er immer wieder nach oben. Siehst du? Aber zum Glück kann ich ja an meiner Logitech-Maus das Mausrad aushängen, dass ich einfach nur dran drehen muss, ohne Widerstand. So, die haben wir gerade. Eine andere gibt's nicht mit größerer Reichweite. Okay, da haben wir die mit der maximalsten Reichweite. Das ist gut, dann schauen wir mal, ob wir die Reichweite noch irgendwie erhöhen können. Das ist nur Rückstoßdämpfer, ja, können wir machen. Dann Visier vielleicht mit ein bisschen Zoom, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Für die Entfernung können wir das nehmen. Weniger Rückstoß, weniger Zieldauer, dann weniger Rückstoß. Gut, die Farbe gefällt mir aber nicht. Machen wir klassisch schwarz. Oder so? 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 Ne, schwarz. Und nochmal Plastik-Look. So. Okay. Wenn es mit der jetzt nicht klappt, ich habe ganz vergessen zu gucken, wie viel Schaden die macht. 144, also ist auch noch eine der stärksten. Ich glaube, die stärkste hat, lass mich lügen, ich glaube 164 Schaden. Ich kann ja eigentlich mit der Drohne schauen, wo Gegner sind. Kleine Grüppchen, die hier überall immer am Rand rumstehen. Oder hier. Drohnen zählen auch als Gegner, ne? Glaub schon. Aber dass wir das 5-mal machen müssen, das ist Schikane. Reine Schikane. Natürlich habe ich aus 150 Meter keine Sicht. Na toll. Jetzt schauen, dass ich darüber irgendwie hinkomme. Leute. Toll, Zivilisten habe ich getötet. Oder Outcast oder was auch immer es war. Das Nachladen dauert halt ewig und 3 Tage. Ich meine, die macht schon gut Schaden, aber auf die Distanz ist es halt einfach nichts zu machen. Gib mir wenigstens noch die Drohnenteile, bevor ich sterbe. Dankeschön.
Ich könnte sie ja mit der Pistole anschießen. Das ist die Idee. Mit der Pistole anschießen und dann... Aber ja, auf die Distanz ist es noch tödlich. Und dann halt mit der Schrotflinte den Rest machen. Toll, jetzt war ich gerade 150 Meter entfernt und dann werde ich von der Seite weggeschrotet. Na klasse. Ganz genau so habe ich es mir vorgestellt. Na, patrouillierende Gegner sind vielleicht nicht so gut. Andererseits... Irgendein Nachteil muss so eine Mündungsbremse fangen. Aber es ist eine Mündungsbremse. Das heißt, wenn das steht hier zwar nicht, -5% Schussstreuung, das wäre eigentlich gut. Das wäre eigentlich gut. Aber Mündungsbremse würde ich so verstehen, dass dadurch die Mündungsgeschwindigkeit gebremst wird. Was etwas ist, was ich halt eigentlich gar nicht gebrauchen kann hier jetzt. So. Stirb doch, Mann! Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. 150 fucking Meter. Das auch noch 5-mal. Mit einer Schrotflinte. Vielleicht wurde es ja falsch übersetzt. Das wäre schön. Guck mal, auf die Distanz kommt da gar nicht mal mehr was an. Na gut, das waren jetzt auch 200 Meter oder so. So, checken. Ich weiß, ich werde gleich sterben, aber... Hier ist dahin. Ja, also Bullet Drop ist nicht stark bemerkbar. Das Problem ist, ey, 150 Meter mit der fucking Schrotflinte. Ja, auf die Distanz ist gar kein Problem. 100 Meter, kein Ding. 150. Fall doch um, Mensch! Das ist, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe jetzt schon die Schrotflinte mit der größten Reichweite. Stirb doch ein. Und es waren noch keine 150 Meter mehr. Nein, verdammt. Es waren wie viele? Wo liegt er? Ey! Unfair. Gibt's nicht. Alter Schwede. Ich glaube, damit werden wir eine Weile beschäftigt sein. Ich markiere mir ihn jetzt mal. Oh. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja noch verletzt. Ich habe ihn getötet. Es hat nicht gezählt? Der war doch easy 150 Meter entfernt. Der war doch locker 150 Meter entfernt. Warum hat es nicht gezählt? Gut, jetzt sterbe ich eh gleich. Wobei, ich verbinde mich mal, dann gucke ich mal. Die da hinten können mir nicht gefährlich werden. Gut, der eine da schon. Wobei, ah doch, die können mir gefährlich werden. Schau ich mal. So. Muss ich genau auf die ziehen? So, ohne Bullet Drop oder?
Nee, da sind die Schüsse nämlich gerade ins Wasser eingeschlagen. Oh, der ist nicht mehr 150 Meter weit. Alles klar. Wieder ein bisschen weg. Komm, lad schneller nach, Nomad. Ja, endlich einer. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy. Da könnte ich... Da könnte ich eigentlich auch genauso gut die Gegnermarkierung aktivieren. Oh oh, das war's. Na komm. Nach Ende. Ah, mein Gott. Wer hat dich denn an der Minigun ausgebildet? Ja, gut, aber immerhin haben wir einen von vier. Haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal? Was ich sagen wollte, ich kann eigentlich, wenn ich die Gegner eh immer markiere, um zu gucken, wie weit die weg sind, weil ich sonst halt keine Chance habe, dann kann ich auch die regulären roten Gegnermarkierungen aktivieren. Theoretisch, ne? Ist gar nicht so weit hergeholt. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Ob die klappt, weiß ich nicht. Die ist ein bisschen cheesy. Aber bei einer Herausforderung bzw. einem Achievement bei Wildlands hat es geklappt. Damals. Ich muss den nur aus dem Auto rauskriegen. Hallo? Aussteigen. Steig jetzt aus. Nee, nicht ins Auto einsteigen. Du sollst ihn greifen. Oh, Nomad. Meine Fresse. Greif den einfach. Ich wollte ihn nur greifen. Und dann nochmal ins Auto reinsetzen und dann mich weit genug entfernen und dann draufschießen. Aber was macht Nomad? Ah, er versucht mal einzusteigen und dann macht er gar nichts mehr, wenn ich E drücke. Meine Güte. Haben wir zufällig eine Patrouille? Patrouillen kann man sich auch den hintersten weggreifen. Ich höre Stimmen da hinten im Wald. Schau ich mal da. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Auto. Ich brauche erstmal ein Auto. Jetzt habe ich ein Auto. Wo sind die? Habe ich mich verhört? Nee, da sind sie. Wo sind vier? Gut, drei killen, einen greifen. Blendgranate hätte ich hier gerne. Einmal Blendgranate, bitte. Sag mal, da ist sie doch. Schon ewig hier raus. Oh. Ich sehe nichts! Oh. Aufpassen! Hallo! Mist! Schade, dass ich nicht so Bud Spencer-like einfach unter jeden Arm einklemmen kann. Ich hoffe, das Auto ist nicht despawned. Ne, da steht noch da. Ich hoffe, das klappt. Wenn das klappen wird, oh, das wäre mega. Das Auto halt nur so platzieren, dass ich auch von 150 Meter aus noch reintreffen kann. So, steig du mal ein. Ich steige auf der anderen Seite ein. Schieb den Fahrer raus. Und dann ziehen wir das Auto einfach. So, dass es hier nicht den Verkehr aufhält. So. Die Markierung muss noch aufs Auto. Wir hoffen mal, dass der nicht aussteigt in der Zeit. Und dass wir ihn auch treffen können. Also ich ihn treffen kann. Ihr guckt ja nur zu.
Zier. So. Ist der ausgestiegen? Jetzt ist der ausgestiegen, war einen Meter zu nah, weil er ausgestiegen ist. Ich werd verrückt. Na gut, dann eben nochmal. Das Auto steht ja schon gut. Aber gut zu wissen, dass die bei 150 Meter Entfernung aussteigen. Ja, meldet euch mal mit Rufzeichen. Vorsicht, ein Eindringling! Nicht auf Motorrad, Mann! Du willst nicht! Du willst platt machen! Meine Fresse! Die Priorisierung hier ist echt ein bisschen kacke. Da will der aufs Motorrad aufsteigen, das 3 Meter entfernt steht, anstatt sich den Gegner zu greifen, der direkt vorn dran ist. Mann. So. Okay, Beifahrersitz. Auch gut. Ich hab diesmal... Ah, ich hab die Markierung vergessen. Schlecht. Ich hab diesmal ein bisschen weiter weg. Da ist er ausgestiegen. Hat gezählt. Gut, dann machen wir das so. Vielleicht sollte ich mir noch so ein Motorrad daneben dran stellen, um schnell weit wegkommen zu können. Weil ich nicht weiß, ob das Aussteigen der Gegner aus dem Auto, ob das bedingt ist durch meine Entfernung zum Wagen oder ob das durch die Zeit bedingt ist, die ich weg bin. Aber das werden wir testen. Zuerst mal brauchen wir aber noch eine Patrouille. Oder einen Wachtposten oder so irgendwas. Halt, da haben wir eine Patrouille. Ist mal irgendwas näher? Nö. Sonst ist niemand da. Na gut, dann eben diese Patrouille. Wo sind die denn jetzt genau? Bei Patrouillen muss ich die beiden vorderen eigentlich nicht töten. Okay, die haben einen relativ kurzen Patrouillenweg. Sind da noch andere Gegner? Ach, da hinten ist noch eine Patrouille. So, anschleichen. Wir sehen nichts Verdächtiges. Wir auch. Ja, ihr seid ja auch blind. So, komm du her. Hey! Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Es ist besser für euch, wenn ihr euch nicht umdreht, glaubt mir. Nö, hier tut sich nichts. Gibt nichts zu berichten, nee. Sehe ich genauso. Gut. Aber ich finde es auch gut, dass wenn die Gegner dann aus dem Fahrzeug aussteigen, dass die dann halt einfach nur dumm neben der Tür rumstehen. Ich glaube, sonst würde ich verzweifeln. Dezent. So. Geheimnis ist nur nicht entdecken lassen, sich hier drin. Ich könnte auch mal da hochrennen, anstatt runter. Aber jetzt habe ich das Motorrad dahingestellt, um zu testen. Ja, fahr doch. Geht das immer noch, eigentlich? Ah, ja, vielleicht. So, dann nochmal auf den Beifahrersitz mit dir, bitte.
die Markierung vergessen. Na gut, ich weiß ungefähr, wo es ist. War hier ungefähr, ne? Ist er ausgestiegen? Ne, er sitzt noch. So, hier ist er ausgestiegen. Nee, fall um, Mann! Es fällt dir nicht um. Kannst du dir nicht ausdenken. Und jetzt ist er wieder näher als 50 Meter, 150 Meter. Und Nomad braucht wieder 5 Stunden zum Nachladen. Jetzt ist er wieder näher als 150 Meter. Jetzt ist er tot. Gut, so. Der muss jetzt leider auch sterben. Naja, was heißt leider? Lustig. Was ist das denn? Oh, ein Konvoi. Lustig, dass die Gegner immer... Also, die auf Beifahrer sitzen und Mitfahrer sitzen. Dass die immer alle aus dem Fahrzeug rausspringen direkt. Wenn der Fahrer tot ist. Gut, ich weiß jetzt ungefähr, wo die 160 Meter sind. Ich weiß, 150 brauchen wir nur, aber wenn er aussteigt, ist es ein bisschen näher. So, die da unten jetzt, die machen jetzt ein bisschen Halligalli. Oh, komm. Ja, Reifen platt. Und dann brauchen wir nur zu warten. Oder wir schießen mal mit dem Dingens da, nicht mit dem, sondern mit dem Ding da rein. Ich hoffe, der LKW geht nicht kaputt. Ja, ich glaube, der für den LKW sieht gut aus. Für eventuell dort sitzende Gegner nicht. Ein Treffer macht uns reich. Ich weiß, ich habe jetzt eventuell meinen ganzen Plan torpediert, dadurch, dass ich da hinten auf die geschossen habe. Beweg dich doch mal nicht so viel. Meine Güte. Rennen da rum wie von der Tarantel gestochen. Gut, ich kann sie nicht verübeln eigentlich. Warum packt das Ding denn aus, wenn es noch nicht bereit ist? Nun, Fragen über Fragen. Aber ich meine, ein Fahrzeug ist ja schnell wieder geschnappt. Wie viel brauchen wir denn noch? 2, ne? Gut. So, wo sitzen die jetzt alle? Da sitzt einer. Kommt jemand zu mir? Nö. Holt sie euch. Ach, guck mal, da haben wir mit der Explosion haben wir ordentlich ein paar gekriegt. Da hinten sitzt nur noch einer. Und einer halt im Wald da hinten. Sehe ich von hier aus sogar. Ich habe mit der Pistole auf Distanz nicht so viel Übung. Ach, guck mal da. Niemand überlebt. Legt jeden um, den ihr seht. You sure about that, my friend? Okay, ich komme hier jetzt tatsächlich langsam ein bisschen in die Kredulie. Nein! Nicht aus dem Visier rausgehen. Nein! Okay, ich bin so gut wie tot. Jetzt bin ich tot. Aber wie gesagt, ist kein Ding. Ist kein Ding. Denn wir wissen jetzt, wie wir es machen.
Wir machen Auto bereit, Auto klar und dann. Das können wir eigentlich auch an jedem anderen Ort machen. Ne? Ah, guck mal, da kommen schon wieder zwei Autos. Prima. Eins mit besetzter Minigun, eins ohne. Ja, genau, steig aus. Los jetzt, komm, hol's dir! Ja, ich will's mir holen! Und zwar dich! Oh, ich konnte ihn nicht greifen. Ich konnte ihn nicht greifen. Naja, vielleicht sollte ich von Autogeiseln absehen. Also davon absehen, die Gegner zu greifen, die in den Autos drin saßen. Da geht einfach zu viel schief. Da hinten kommt ein Auto, das ist gut. Da hinten haben wir ein paar Gegner. Auch gut. Hat er auch Gegner? Da haben wir auch eine Patrouille. Auch gut. Alles gut. Und das Auto ist abgebogen, das ist nicht so gut. Na, dann warten wir eben. Oder schauen wir, ob es noch irgendwo ein stationäres... Da ist gerade ein Auto gespawnt. Alles klar. Proaktiv hinrennen. Nicht, dass es hier abbiegt und dann ist es weg. Da sitzt auch nur einer drin. Nicht zwei. Guten Tag. Oh, nicht schon wieder ein Konvoi. Wisst ihr, als ich ein gewisses Tutorial aufgenommen habe für die Waffenteile, habe ich hier Stunden gewartet, also eine Stunde, anderthalb Stunden oder so gewartet auf den Konvoi. Habe jedes Auto leergeräumt, das da gekommen ist. Die komplette Kreuzung stand voll nur mit Autos. Ich habe die komplette Kreuzung abgeriegelt. Ja, was ist? Fahrt er jetzt noch weiter oder nicht? Hallo? Ach so, die wollen da links rum. Okay. Viererpatrouille auf unserer Seite. Ich weiß nur nicht, wie weit die laufen. Warum kommen denn da jetzt auf einmal so viele Autos, sag mal? Ist ja der Wahnsinn. In meinem Sektor ist alles ruhig. Patrouillieren die bis hierhin und drehen dann um? Ja, tun sie. Hoffen wir mal, dass jetzt kein Auto kommt. Ja, bei mir ist alles sauber. Dasselbe bei mir. Hier tut sich nichts. Hey! Huh? Oh nein. Alter. Ist von niemand. Ist auch gut. Ist auch alles friedlich. Wir haben halt immer so kurze Patrouillenabschnitte. Bitte kein Auto. Tatsächlich auch mal so von oben schießen. Ne? So, jetzt kommt wieder ein Auto von oben. Oh ne, ist abgebogen. Okay. Aber das Problem ist, da hören die anderen, seine Kollegen, da hören meine Schüsse. Kann ja auch da hochgehen. Ah, da sehe ich nichts mehr. Hm, nicht gut. So, da haben wir 100. Wie viel sind es noch? So. Haben sie es gehört? Ich glaube, sie haben es gehört. Ja,
Sie haben es gehört. Aber jetzt fehlt uns nur noch einer. Weißt du was? Ach, guck mal da. Wer kommt denn da? Ich halte weiter Ausschau, aber ich glaube, hier ist nichts. Nein, der wird sich wundern, wenn er wieder zurückkommt. Mann, hier draußen ist tote Hose. Na, würde ich so nicht unterschreiben, aber okay. Ich sehe mich mal um. Nö, mach das aber mal nicht. Aber bisher habe ich nichts. Ah, ja, ja, ja. So. Die muss ich jetzt aber ausschalten. Naja, okay, gut, ich gebe es zu. Die will ich jetzt ausschalten. Ja, verstanden. Hier drüben bewegt sich auch nichts. So. Wir brauchen nur noch den einen. Brauche ich diese Patrouille hier nicht mehr. Ist auch eh irgendwie komische Ausrüstung, ne, was die immer haben. Jeans, T-Shirt. Ein Rucksack, aber dann ein Peltor an. Ist ein Peltor? Ja, ist ein Peltor, glaube ich. Kann man das sehen? Ich weiß, ich bin ein Liberator. Ein Liberator-Headset, okay. Ist ein Peltor ein Liberator? Nee, ich glaube nicht, ne? So. Um den anderen kreisen schon die Fliegen. Bin nicht hier. Keine Sorge. So. Gut. Bin bereit. Yeah, nice. Und damit haben wir die Herausforderung. 5 Gegner mit einer Schrotflinte aus 150 Metern Entfernung zu töten. Geschafft. So, dann mache ich jetzt. Wobei, da kann ich eigentlich hinrennen. Ist gerade da vorne. Kurz Rast. Wechsle wieder auf meine treue 416. Und dann machen wir das letzte. Und zwar genauso, wie wir es mit der Schrotflinte versucht hatten, was nicht geklappt hat. Weil, Baum. Zu wenig Munition, zu wenig Schaden. Waffenwechsel. 416, please. Dankeschön. Kann ich dann eigentlich auch den Schalldämpfer abnehmen? Machen wir bitte wieder ein bisschen früher am Tag. Damit wir nicht Gefahr laufen, dass es Nacht wird. Oh, einen Schalldämpfer ab. Und da unten haben wir ja das Auto, ne? Mit dem können wir jetzt dahin fahren. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwie ein Reifenblatt geschossen oder so. Ja, selbst. Oh doch, ich glaube, der ist platt, oder? Ja, der ist platt. Der ist platt. Aber trotzdem noch schneller als zu Fuß. Oh shit. Oh shit. Und das Auto muss mir eine Deckung liefern. So ein bisschen, damit ich näher rankomme. Und mich besser positionieren kann, besser gesagt. So. Und jetzt wieder den hier. Ich sehe nichts. Ja, erstmal dahin, um die alle auszulocken.
Angeschossen in Somalia. Was? Und dann weiß ich gar nicht, was sind die Feuermodi? Von Auto und Einzel? Ja, von Auto. Hab noch nichts Interessantes gefunden. Hier stimmt doch was nicht. Such weiter. Die sehen mich nicht, ne? Nee, perfekt. So, wenn die alle rauskommen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber der da hinten kommt nicht mit. Das sind sogar 11. Da ist aber gerade noch einer gekommen. Die da vorne auf die Straße locken. Nein, immer noch nichts. Was? Nee. Gott sei Dank, ich dachte, wie das aussieht, wie so ein Ameisenhaufen. Gegnerische Einheiten im Gebiet. Wir haben hier 5, da 4. Der 5. Fehler, der kommt da hinten. Shit. Das war jetzt nicht so gut. Aktivieren und dann ab geht's. Nee. Scheiße. Alter, lad doch noch langsamer nach, Mann. Ah, Mann! Geht's mir auf den Keks, ehrlich? Meine Fresse, es war so gut. Na, was mache ich jetzt hier? Dem kann ich entgegenwirken. Relativ gut. Sieht zwar hässlich aus, aber... Ist das das ganz Große? Nee, ist erweitert. Hier ist das ganz Große. Sieht furchtbar hässlich aus. Aber jetzt müssen wir eh erstmal wieder unsere Klassentechnik aufladen und dafür aktiviere ich auch wieder das Klassentechnik-HUD. Damit wir sehen, wenn es soweit ist. Und dann schalten wir nochmal ab. Weil dann war da einfach mal das Ding da kaputt hier. War jetzt leer, weil wir gerade gewechselt hatten. Da waren nicht die volle Munitionsanzahl drin. So, noch einen Gegner, dann ist das Ding wieder voll. Dann können wir uns wieder töten lassen. Wo ist der? Sehen wir nicht. Da. Und da ist die Klassentechnik voll. Ja. Ihr kommt mir gerade recht. Ja, danke schön. So, und jetzt halt ohne Auto als Deckung. Das wird ein bisschen schwieriger. Vielleicht setze ich mich in den Busch. Ja, vielleicht geht das besser. Oder leg mich in den Busch. Was auch immer. Ich sehe von hier aus nichts. Quasi. Erstmal da reinwerfen, dass die alle sich da vorne versammeln. Ach ja. Bin ich froh, wenn wir mit dem Sturmsoldaten durch sind, ganz ehrlich. Ich bin aber auch froh, dass ich mit dem angefangen habe, damit ich den hinter mir habe. Weil, wie gesagt, ich spiele normalerweise keinen Sturmsoldat. Ich spiele normalerweise halt eher die Schleichklassen. Vor allem Panther und Echelon. Nee, geht ihr mal nicht zu weit. Aber bisher erfolglos. Kacke. Jungs, ich glaube, wir haben Besuch.
Glaubst du das? Es könnte sein, dass ich zu nah bin. Vielleicht soll ich mit Laser zielen anstatt mit Visier. Das wäre vielleicht einfacher. Ich probier's mal aus. Wir haben bei nur 6 Leute. Das sind zu wenige. Komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah. Please. Es sind halt nur 6 Leute da. Was soll das? Hinterm Zaun ist noch ein 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nummer 9 und 10 fehlen. Das ist ein Problem. Werfen wir noch einen da ganz rein. Vielleicht steckt er noch irgendwie im Haus oder so und hat nichts mitgekriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was macht denn er hier? Das ist schlecht, wenn da jetzt nicht mehr 10 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? Für einen unvollständigen Satz opfere ich meine Klassentechnik nicht. Das dürfte klar sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlen 2. Mann. Das ist doof. Irgendwo noch eine Patrouille in der Nähe oder irgendwas, wo ich noch draufschießen könnte. Nein. Und ich werde gleich entdeckt. Da sind 5, da sind 2. 3 und 7. Ich spuddel mich mal ein, nur zur Sicherheit. Okay, tot. Oh, wie doof. Das war ja fies, dass da jetzt nicht genügend Gegner waren. Das war echt blöd. Ich meine, wir sind ja relativ frei, wo wir hingehen. Ne? Das heißt, wir könnten auch woanders hin. Wo hatten wir das andere geschafft? Ah, bei dem Dingens, genau. Bei dem Golem Island, bei diesen Dingens, ne? Glaube ich. Haben wir aber auch lang genug dafür gebraucht. Weißt du was, wir haben Schalldämpfer drauf? Dann sorge ich dafür, dass die aussteigen. So. Macht jetzt keine Gefangenen. Ich weiß, ich sitze sehr weit weg. Mist, die stürmen meine Position. Oh, das ist doof. Oder? Nee, doch nicht. Hier kann ich nicht bleiben. Ich habe halt nur den Vorderreifen platt geschossen. Also, geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Ja, das ist doch dämlich. Oh, ich habe eine neue Idee. Kann die klappen? Könnte, ist aber sehr risikoreich. Die Idee ist, mich hier aufs Dach zu stellen und die dann sich hier versammeln lassen und dann die vom Dach von der erhöhten Position aus wegzuschießen. Ist
in der Luft hochgegangen. Das sieht so aus. So, wir haben hier 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben. Ich glaube, es hat so keinen Wert, ne? Es sind halt einfach zu wenige. Der hat mich gesehen. Ja. Wo hätten wir denn noch was? Mit dem Kampf, ne? Geht nicht, ja. Der Hafen. Nee, also das hier ist eigentlich echt die beste Idee, die ich habe hier. Aber es ist blöd, wenn da einfach nicht mehr genügend Gegner kommen. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen weg und dann nochmal hin. Die neu spawnen können oder so. Ich bin mit dem Laser nicht so schnell wie mit dem Visier. Einfach weil ich es nicht gewohnt bin. In meinem Sektor. Ihr auch. Es gibt nichts zu berichten. Ja, wobei, ja. Kommt auf die Distanz an, ne? Bin ich weit genug weg? Sieht das? Ne, ist ein Busch. Ich gehe zur Straße, schnapp mir ein Auto und fahre wieder zurück. In der stillen Hoffnung, dass es was bringt. Schon wieder eine Stunde diese Folge. Die letzte Folge hatten wir so schön flott durch. Ja, genau, komm wieder. Oh, shit. Doch nicht zu zweit. Der andere ist auch ausgestiegen, ne? Das ist bestimmt da hinterm Stein oder hinterm Baum oder so. Kann mir aber eigentlich egal sein, denn... Ich fahre irgendwo vorbei. Was? Hä? Das sind die, die an der anderen Basis waren. Das ist das Auto mit den... drei Platten Reifen. Ich habe den ja eben noch die Reifen kaputt geschossen. Hier ist alles sauber. Woher? Hier ist alles sauber. Hinter deinem Stein, ja? Tschüss. Hast du noch ein anderes Auto mit ein paar Platten Reifen? Ich glaube, ich war nicht weit genug weg, ne? Ich war bestimmt nicht weit genug weg. Dass da Gegner, die spawnen. Huch, war da was? Huch, viele Bodenwellen hier. Hätte ich nicht gedacht. So, ich denke, wir müssten jetzt eigentlich weit genug weg sein. Warten wir noch, bis das Auto da unten weg ist, damit die mir nicht nachfahren. Ich hoffe, die biegen jetzt nicht links ab, sonst... Ich haue. Sie biegen links ab. Na toll. Na toll. Nee, ich will kein Blei fressen. Danke. Aber danke, dass du mich gefragt hast.
Wenn ihr versentinell abhauen wollt, einfach querfeld einfahren. Sind wir schon da? Ne, da vorne. Nun, was vielleicht nicht so klug ist, ist da ein Auto mit einer Leiche hinzustellen. So. Denn sonst gammeln die da am Auto rum und dann entdecken sie mich. Das Auto ist für mich da, nicht für die. Nicht als Köder. Ich habe keinen getötet, ne, also. So. Laden wir nochmal durch. Und nach. Nach und durch. Na gut, nicht durch, okay. Nur nach, alles klar. Und dann. Schauen wir nochmal. Wie viele Wachen da jetzt sind. Es ging zu hoch, das Ding. Ich hoffe, es sind jetzt wieder 10. Wir haben hier jetzt wieder 7. 8, 9. Naja, Geschützturm wäre 10, aber den kriege ich nicht in der Kürze der Zeit klein, wenn ich die anderen schon erschossen habe. Da kommt noch einer raus, das ist gut. Oh. Soll die an. Ja, wo laufen die denn rum? Ach, wie gern hätte ich wieder so eine Lockdrohne wie bei Wildlands. Das wäre so gut. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der andere steht immer noch da hinten rum. Komm schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mann, Mann, Mann. Böse. Ich muss den anderen da hinten aus seinem Kapäuschen rauslocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da hinten wäre der 10. aber. Na komm. Habe ich keine mehr? Habe ich sie alle verbraucht? Tatsächlich. Na gut, dann müssen wir jetzt, ne? Wo ist der? Oh. Ah, und die Technik ist aus. Ah. Ah, shit. Das ist einfach zu wenig Zeit. Na guck mal, da oben wäre auch noch einer gewesen. Verdammt. Gegner her. Ich zähle jetzt mal mit der Drohne, wie viele Gegner das sind. Jetzt mal ohne Witz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wo kommen die alle her? So plötzlich. Ich mache mir gerade mal noch mal ein paar neue Ablenkungsköder. Stimmt, hätte ich eben auch gerade einfach machen können. Ich meine, bei den Herausforderungen ist es mir eigentlich egal, ob ich die immersiv herstelle oder nicht. Wie man vielleicht gemerkt hat. Nun.
Tja. Ich brauche Gegner, um die Klassentechnik wieder aufzuleveln. Und außerdem müssen die Gegner dort eh respawnen. Kann ich auch einfach mal einen Selbstmord durch Dritte begehen. Wobei ich das eigentlich echt oft mache. Echt oft mache, ne? Ach, komm schon. Ich meine, es ist wieder 20 vor 1 in der Nacht. Ich wollte vor langer Zeit schlafen gehen. Ich dachte aber, die letzte Folge war so schnell erledigt. Genau, 20 Minuten oder was war die erledigt. Dann dachte ich, ja komm, da kann ich noch so eine aufnehmen. Klassentechnik ist voll, nice. Aber war wohl nix. Tschüss. Oh, shit. Ihr kriegt mich nicht lebend. Dum, 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 dum. So. Ganz ehrlich, ich versuche es jetzt doch irgendwie aufs Dach zu kommen. Oh, das sind 3G. Moment mal. Vorne ist keiner. Schade. Ah, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wir haben auf jeden Fall 10 Stück da. Ich muss die nur richtig rauslocken. Und dann vielleicht nicht vorm Geschützturm stehen. So. Und richtig rauslocken heißt, der da hinten, der muss auch mitkommen. Vor den Zaun oder hinter den Zaun? Auf den Zaun und runterfallen ist es, okay. Ich stelle mir dann gleich einfach wieder welche her. Kommt ihr mal alle irgendwo hin, wo ich euch alle mit einem erwischen kann, bitte. Okay, die beiden da hinten sind raus. Oh. Ich war wieder am Zaun. Am Zaun ist schlecht, denn ich kann hier halt kaum was sehen, ne? Am Zaun ist schlecht, weil da die im Gebäude nicht von betroffen sind. Ich stelle mir gerade wieder neue her. Ich weiß noch nicht, ob sie schon leer sind, aber fast. Es wird jetzt einfach abused. Die sind nah genug, dass ich sie dahin locken kann. Ich müsste eine bessere Deckung. Und ich sehe hier in dem ganzen Gras halt kaum was. Gut, hier sehe ich gar nichts mehr, aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann ich mir zählen. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Also eigentlich haben wir genug. Nachgeladen ist. Ich versuch's. Nein! Nein! Och Mann, jetzt bin ich verletzt. Ich hab so keinen Bock mehr.
Also, meine Finger sind gerade schon Richtung Alt-F4 gezuckt, ne? Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, eine Pause zu machen. Und zwar eine Pause bis morgen. Ja, so. Aber keine Sorge, ich schneide das dann natürlich so zusammen. Dann geht's dann morgen dann, also gleich für euch hier direkt weiter und für mich ab morgen dann. Ja, dann gute Nacht. So, ich bin wieder da und meine Güte, war ich gestern verkopft. Ich habe einfach total vergessen, dass es total easy war, die 8 innerhalb der Kampfgeist-Technik zu töten. Und zwar auf Golem Island, da links irgendwo. Da bei der, nicht bei der Satellitenschüssel, sondern beim Chemiewerk. Und ja, darauf hat mich Unknown Soldier 77 auf unserem Discord-Server, Link übrigens in der Videobeschreibung, nochmal aufmerksam gemacht. Und er hat mir auch noch einen weiteren Tipp gegeben, und zwar zählt auch der Unterlauf-Granatwerfer, der zählt auch als Sturmgewehr. Also wenn man mit dem Unterlauf-Granatwerfer dann so ein Auto zerstört, wo 5 Stück drin sitzen, hat man direkt 5 Kills auf einmal. Ich meine, ist das geil oder ist das geil? Hätte ich das vorher gewusst, alter Schwede, das wäre so viel, so einfach gewesen. Aber jetzt bauen wir hier zuerst mal wieder das normale erweiterte Magazin rein und knallen dann den Unterlaufgranatwerfer drauf. Bin ich vorbeigescrollt? Da ist er. Jo. Nice. So. Und dann schauen wir doch mal. Wobei, ich weiß gar nicht, hatten wir aufgehört mit der Kampfgeisttechnik aufgeladen oder nicht? Ich glaube nicht. Ne? Das heißt, ich muss die erst wieder aufladen. Aber kein Ding, machen wir. Jo, müssen wir erst wieder aufladen. Dann machen wir das noch eben und dann gehen wir den Trick an. So, ich habe gerade mal auf den Unterlaufgranatwerfer umgeschaltet. Ich meine, wenn der Unterlaufgranatwerfer auch als Sturmgewehr-Kill zählt, also die Kills mit dem Unterlaufgranatwerfer, dann könnte ich somit ja auch ganz schnell theoretisch die Klassentechnik aufladen. Ich weiß halt leider nicht, wie viel Munition man dafür hat. Aber das finden wir raus. Ich benutze den normalerweise nicht. Bin halt wie gesagt nicht so der Sturmsoldatentyp. Im Spiel zumindest. Lustigerweise wollte ich bei der Bundeswehr früher zum KSK und später wollte ich dann zu den Jägern. Aber ja, meine damalige Freundin, beziehungsweise meine Entscheidung für meine Freundin, hat in dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war zu viel. Ich kann halt gar nicht einschätzen, wie die Dinger fliegen. Wie sie rausspringen. Bumm. Ja, guckt euch die Leiste an. Ist schon fast voll. Fehlen noch 2-3 Gegner und dann war's das. Und schon ist die Technik voll. Nice. Gut. Das haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend. Durch mein Glück kenne, haben wir nicht mehr genügend Munition jetzt für den Granatwerfer. Deshalb würde ich zunächst nochmal kurz zum Biwak zurück. Einfach um sicher zu gehen, dass die Munition voll ist. Park das Ding mal hier. Ja, falls du dich gerade fragst, hä, wie Freundin, was war da? Ich habe mir damals 2 Tage, bevor ich eingezogen worden bin, am 2. Januar wurde ich eingezogen. Also für den 2. Januar. Und an Silvester habe ich mir noch eine Freundin angelacht, die sich
die dann, also kurz zur Erklärung, die ersten beiden Wochen ist man halt komplett in der Kaserne. Und nach, ich glaube, 3 Wochen hat sie dann gemeint, ja, oder schon bei dem ersten Mal nach Hause. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie da gemeint, ja, ich weiß nicht, ob ich das so kann. Und man, wenn du frisch verliebt bist, dann kennst du das vielleicht selbst. Also macht man so einiges für die Frau, die man sich gerade geangelt hat. Und gut, wollte nur sicher gehen, dass ich nicht noch den Granatenwerfer ausgewählt habe. Ja. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich das so kann, wenn du nur am Wochenende dann da bist und dann manchmal auch gar nicht. Und ja, und dann habe ich alles dran gesetzt, irgendwie nochmal da rauszukommen. Und hab über alle Schienen versucht, hab versucht, mich nachträglich ausmustern zu lassen. Hat nicht so geklappt. Ich hab versucht, nachträglich den Wehrdienst zu verweigern. Das geht nämlich auch. Hat nicht so geklappt. Dann habe ich versucht, mich nachträglich ausmustern zu lassen, indem ich dann, ich glaube, 3-mal die Woche beim Bundeswehrpsychologen war und dem irgendwas vorgejammert habe. Das hat dann letztendlich geklappt, nachdem ich dann noch 3-mal irgendwie persönlich mit dem Oberstleutnant gerne gesprochen habe. Und ja, dann war ich raus. Und ja, hat sich dann rausgestellt, dass die Frau meine erste große Liebe war. Also war, habe ich im ersten Moment nicht bereut. Bereut habe ich es, als sie mich nach 14 oder 15 Monaten oder vielleicht sogar 13 Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, dann mit einem anderen betrogen hat. Dann dachte ich mir so, scheiße. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch ein paar Pfund zugelegt und war nicht mehr wirklich fit. Und war auch irgendwie zu faul, um irgendwie noch mich wieder sportlich zu betätigen. Ich war einfach komplett am Ende. Ja, und dann bin ich draus geblieben. Auch, also obwohl ich eigentlich gern nochmal hingewollt hätte. Ich spreng mich jetzt selbst. Ich lebe noch? What the fuck? Ich will, dass die Welt neu geladen wird, damit die beiden Fahrzeuge nochmal spawnen. Ihr kennt das Spiel ja noch von der ersten Herausforderung der 8 Gegner innerhalb der Kampfgeisttechnik zu töten. Wo bin ich denn da? Oh, da ist gerade eine Wolf-Patrouille gespawnt. Ich bin halt so weit von der Straße weg. Ich höre Auto. Nein, ich höre kein Auto. Ich höre die Drohne. Ich stelle mich jetzt da hin und gucke. Fahrzeug hier? Warum kommt denn kein Fahrzeug mehr? Ah, da. Eingespawnt. Bestimmt da hinten auch gleich, oder? Ja, da sind sie. Gut, ich bin wo? Ich stehe hier ziemlich offen. So, hab ich. So, dann so. Okay. Schauen wir mal. Darf die Kampfgeisttechnik auch nicht zu früh. Oh, da kommt der. Der kommt zuerst. Okay. Aktiviert. So, wo bleibt das andere Auto? Da. Und damit haben wir es geschafft. Rang 19. Nice. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an UnknownSoldier77 auf unserem Discord. Ja, Dankeschön. Dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch und dich und sowieso. Ciao, ciao.